Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14 mit dem FC Bayern München. Der 25. Spieltag steht an, da müssen wir gegen Hertha BSC Berlin. Da würde ich gleich sagen, schau mal ins Spiel rein. Wir spielen auswärts, wenn ich es richtig gesehen habe. Jawohl, wir spielen Berlin Olympiastadion, das heißt, wir stehen in Rot, Berlin in Blau-Weiß, Tornius haben wir keine. So, es regnet mal wieder. Kurzen Blick auf die Aufstellung. Ja, ihr seht schon, ich habe komplett umbauen müssen, weil die sind alle nicht fit worden. Wir haben momentan in jeder Woche zwei Spiele. Und die nächsten zwei Spiele sind extrem wichtig gegen Wolfsburg, gegen Paris. Gut, aber jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir genug gelabert. Checken wir die Teams zum Aufwärmen und los geht's. Es ist wieder soweit. Bundesliga ruft wieder. Es regnet zwar, aber im Olympiastadion. Beide Teams kommen aufs Spielfeld. Hertha BSC Berlin gegen den FC Bayern München am heutigen Abend. Natürlich, die Bayern müssen heute gewinnen, nachdem sie gegen Schalke im letzten Spiel einen kleinen Dämpfer bekommen haben, ein 3:3 erkämpft haben, muss gegen die Hauptstadtmannschaft natürlich heute wieder der Sieg her. Aber Hertha wird das natürlich verhindern wollen. Sie wollen selber punkten, aber es wird natürlich nicht einfach werden gegen die Bayern. Hier sehen wir schon neue Gesichter bei den Bayern. Tom Starke zum anderen heute im Tor, weil eben ja die Hälfte von der Mannschaft ist gar nicht fit worden. Deswegen heute eigentlich fast schon die B-Mannschaft auf dem Platz. Hier sehen wir es Claudio Pizarro für den sehr erfolgreichen Mario Mandzukic, Spieler heute. Und hier die beiden Kapitäne, natürlich Abate heute mit der Kapitänsbinde, weil Lahm auch gar nicht mit angereist ist. Und hier kurz Blick auf die Tabelle, da sehen wir schon, das Titelrennen ist richtig spannend. Die Bayern momentan 3 Punkte hinter Dortmund. Und ja, wir müssen warten, bis Dortmund endlich mal patzt. Und wir diesen Patzer dann auch ausnutzen können. So, hier die Aufstellung von Hertha BSC Berlin mit einem 4-2-3-1, also ja, relativ defensiv, aber ähnliches System wie Schalke am letzten Spieltag, da wo wir uns so schwer getan haben. Und hier die Aufstellung vom FC Bayern München. Hier sehen wir es Mandzukic schon mit 27 Saisontoren, der Top-Torschütze, ist aber heute nicht mit dabei, ist absolut nicht fit geworden. Deswegen für ihn heute Claudio Pizarro. Nasri aber dafür heute wieder mit dabei für Franck Ribéry. Gut, los geht's. Anschluss für die Bayern. Und natürlich, die müssen heute eine bessere Leistung zeigen als gegen Schalke. Gegen Schalke hat es gerade noch zu einem 3:3 gelangt, aber heute müssen die 3 Punkte natürlich her. Und das wissen sie natürlich auch. Wenn sie heute patzen sollen, dann kann Dortmund wahrscheinlich den Vorsprung vergrößern. Jetzt Guerrero. Bayern mit dem ersten Angriff. Komm über links. Guerrero in der Mitte. Wer Pizarro? Guerrero vielleicht mit der Flanke. Dann vertändelt er noch den Ball. Kann zwar nochmal klären, aber gibt nur Abschluss für Thomas Graf, dem Tor von Hertha BSC Berlin. Natürlich, Kraft war ja auch mal eine Zeit lang bei den Bayern, konnte sie da allerdings nicht durchsetzen. Deswegen ist er zu Berlin gegangen und ist da relativ glücklich. So, jetzt weiter Ball zum Tom Starke. Der jetzt erstmal wieder mit einem Abwurf zu Martinez. Der zu Sharan Shaqiri. Shaqiri versucht. Shaqiri bleibt dabei hängen und Hosogai holt sie den Ball. Thomas Kraft, Toni Kroos kämpft hier zwar, aber müsste er nur für die Bayern geben. Jawohl, gibt einen nur für die Mannschaft in Rot. Jetzt zu Abate. Natürlich Abate im Spiel gegen Schalke richtig wichtig gewesen. Hat er nach seiner Einwechslung 10 Minuten vor Ende, da stand ja nur 3:1 für Schalke. Und da haben die Bayern dank Abate zum Teil ja noch dieses 3:3 erkämpft. Jetzt Abate vielleicht schon mit der Chance, aber bleibt da an Hupnik hängen. Aber Thiago holt sich den Ball zurück. Klasse gemacht hier von Thiago Alcantara. Jetzt vielleicht die erste Chance auf die Flanke. Der kommt auf Pizarro. Und der direkt in die Hände von Thomas Kraft. Aber die erste gute Chance für die Bayern. Claudio Pizarro mit seinem Kopfball. Aber kein Problem hier für Thomas Kraft. Aber die Bayern kommen schon wieder über Sami Nasri. Wieder über die linke Seite. Jetzt Nasri. Nasri versucht hier irgendwie eine Lücke zu finden. Außen sieht er Shaqiri. Riesenschau für Shana Shaqiri. Shaqiri nochmal. Shaqiri und wieder Thomas Kraft mit dem Ball. Fast drin. Fast drin, aber nicht drin. Schade. Gute Chance hier für Sharan Shaqiri. Aber es bleibt hier weiter mit dem 0:0. Jetzt kann vielleicht Hertha kontern. Über Lasogga. Der zu Ben Hatira. Und der Ball nicht im Aus. Doch war im Aus. Ball war im Aus. Gibt Einwurf für die Bayern. Jetzt Van Beuten. Jetzt zu Martinez. Der weiter zu Thiago. Thiago zu Claudio Pizarro. Pizarro bräuchte jetzt ein bisschen Hilfe. Nimmt jetzt Sami Nasri mit. Der Außen zu Guerrero. Der schickt jetzt erstmal Sami Nasri. Der kämpft so um den Ball, aber kriegt ihn leider nicht. Aber gut, dazwischen. Jetzt wäre die Chance. Die Chance für Thiago Alcantara. Thiago. Thiago immer noch am Ball. Thiago liegt jetzt vor von Martinez. Martinez und wieder Thomas Graf. Klasse Chance für Javi Martinez. Aber leider nicht drin. Super, wie sich da Thiago den Ball wieder kämpft. Zieht da Martinez, der zieht aber Kraft, hält das Ding und es gibt nur Eckball für die Bayern.
Der kommt von Sami Nasri. Der findet wieder Boateng, Boateng, nein. Aber dann ist nochmal Toni Kroos. Kroos hat einen schönen Schuss, aber da verliert er leider den Ball. Das ist schon wieder Weil der Befreiungsschlag. Aber die Bayern kommen wieder. Über Abate. Jetzt zu Thiago. Thiago immer noch am Ball. Sucht jetzt eine Anspielstation. Spielt jetzt erstmal zurück zu Abate. Der weiter zu Martinez. Aber wohin mit dem Ball? Also hat das steht sehr, sehr dicht. Aber da außen, Thiago hat jetzt mal ein bisschen viel Platz. Jetzt schauen wir, was er mit dem Ball macht. Thiago mit dem Ball zu Pizarro. Pizarro in die Mitte zu Kroos. Kroos 1-0 Bayern. Klasse gemacht, Toni Kroos, 24. Minute, 1-0 für den FC Bayern München. Schön gesehen natürlich, jetzt immer Thiago, setzt ja gut durch. Schöner Ball zu Pizarro. Pizarro in die Mitte abgelegt und Kroos macht den eiskalt rein. Keine Chance hier für Thomas Kraft. Die Gäste gehen in Führung. Wichtiges Tor für die Bayern. Und dann gehen sie endlich in Führung. 24 Minuten hat sie gedauert, bis ein Tor gefallen ist. Aber jetzt ist es passiert. Toni Kroos, der Torschütze. Und jetzt wird natürlich, hat er wahrscheinlich ein bisschen mehr Druck machen. Und hier kommst du hier. Ben Hatira. Hatira, viel zu viel Platz. Boateng dazwischen und der Ball geht irgendwie zu Guerrero. Jetzt Nasri. Sami Nasri gegen Lasogga. Muss jetzt schauen, wohin mit dem Ball. Jetzt erstmal zu Guerrero. Da geht wieder Thiago mit. Thiago wieder zu Pizarro. Jetzt Claudio Pizarro will hier Thiago schicken, gelingt ihm aber leider nicht, bleibt hängen und jetzt kommt Lustenberger. Jetzt wäre die Konterchance für Hertha, dabei ist Bayern ein bisschen offen, jetzt Alagui. Weiter zu Lasogga, von Beuten kommt nicht hin, aber Abate kommt hin, jetzt erstmal zu Tom Starke. Ne, wieder zu Abate. Jetzt Nasri. Sami Nasri. Hat jetzt natürlich ein bisschen Zeit, weil die Bayern führen jetzt sowieso schon 1-0. Das ist halt der ganz große Druck ist von den Bayern auch schnell weg. Aber sie müssen natürlich weiter konzentriert bleiben. Jetzt überschreitet an Shaqiri. Shaqiri, aber da stehen viel zu viele Blaue im Weg. Bringen die Ball trotzdem weiter. Jetzt kommt Martinez. Die Bayern suchen die Lücke. Oh, schwacher Ball hier. Guerrero kommt nicht mehr ran. Schade, verliert hier den Ball. Und jetzt fällt die Chance, über Baumjohann den Angriff aufzubauen für Hertha. Aber zurück zu Hubnik und jetzt zu Lasogga. Jetzt zu Baumjohann, Nasri kommt allein nicht am Ball, jetzt der gute Ball zu Lustenberger, aber der war ein bisschen zu weit gespielt, deswegen geht er ins Aus, gibt nur Abschluss für Tom Starke im Tor des FC Bayern München. Jetzt Van Beuten zu Sharan Shaqiri. Shaqiri außen geht Abate mit, kommt da noch hin, aber Ball war schon im Aus, gibt einen für die Bayern. Hier sehen wir es, Thomas Kraft, 5 Ligatore schon ohne Gegentor, allerdings heute hat er schon eins kassiert, und zwar von ihm, von Toni Kroos. Jetzt Thiago. Thiago von der Stadt in Pizarro. Pizarro im Abseits, schade. Da war Pizarro schon weit im Abseits. Hier sehen wir es nochmal. Wäre natürlich eine gute Chance gewesen, aber der Schiedsrichter hat es gesehen. Somit bleibt hier nach 38 Minuten immer noch beim 1-0 für die Bayern. Aber das ist natürlich ein türkisches Ergebnis. Weil ein 1-0, ein Glückstreffer von Berlin ist auf jeden Fall jederzeit drin. Jetzt Pizarro. Pizarro kommt da leider nicht durch, aber Bayern bleibt weit im Ballbesitz. Über Saminas. Nasri zu Martinez und der raus zu Toni Kroos. Er sieht dahin Shaqiri, aber schade. Der Ball wird abgefangen. Wäre eine gute Chance gewesen, wenn da der Schweizer hinkommt. Aber Nasri kämpft hier um den Ball. Aber Alagui bleibt da schon im Ballbesitz. Jetzt hoher Ball zu Baumjohann. Der steht im Abseits. Da war die, das war das Fähnchen schon oben. Ne, gibt sogar Freistoß. Gibt Freistoß für Berlin. Der Freistoß kommt auf Lasogga. Bayern dazwischen über Thiago. Und jetzt zu Pizarro. Pizarro versucht jetzt den richtigen Mann zu finden zum Anspielen. Pizarro jetzt erstmal raus zu Nasri. Hat dann natürlich jetzt wieder hinten schon formiert. Aber jetzt ein bisschen Platz für Sami Nasri. Versucht es gegen den dritten. Bleibt aber leider im Hubnik hängen. Und jetzt vielleicht die letzte Chance für Berlin im ersten Durchgang. Jetzt über Lasogga. Lasogga kommt hier gut durch. Bayern stören. Jetzt schaffen sie auch. Jetzt über Shaqiri. Shaqiri wird hier gefault. Gibt Freistoß für die Bayern. Hier sehen wir es nochmal. Ja, kann man geben. So, jetzt Shaqiri. Wahrscheinlich die letzte Chance der Bayern in der ersten Halbzeit. Kommt über Shaqiri weiter zur Abate. Abate zieht in die Mitte. Abate zu Shaqiri. Schade an Shaqiri. Schade. Wird da leider ein bisschen geblockt beim Schuss. Kann deswegen den Ball nicht aufs Tor bringen. Und er hat den Ball erstmal. Bringt jetzt einen weiten Befreiungsschlag. Und jetzt gibt es ja die Chance für Berlin. Über Ben Hatira zu Baumjohann. Aber Boateng ist da. Boateng ist da. Kann die Situation erstmal entschärfen. Starke haut den Ball weg. Gut, das war's mit der Schnatte. Die Bayern führen mit 1-0. Hatten doch gute Chancen. Toni Kroos in der 24. Nur dann der Torschütze. Der einzige Torschütze bis jetzt.
Hier sieht man das Olympiastadion, leider verregnet, aber wir werden sehen, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht. Hier sieht man nochmal die Höhepunkte. Hier natürlich der erste gute Kopfball von Claudio Pizarro, aber direkt in die Hände von Tom Starke, Thomas Kraft. Und hier nochmal Shannon Shaqiri. Und dann das Tor von Toni Kroos. Dann nochmal das Tor von Sami Nasri. Habe ich nichts gesehen, egal, weiter geht's. So, also hat bis jetzt eigentlich noch gar nichts zusammengebracht. Der Ball ist jetzt richtig gut bei uns. Bis jetzt schaut es ganz gut aus, aber wir führen eben nur 1-0 und jetzt geht's los. Die zweite Halbzeit geht los. Berlin gegen Bayern, 1-0 momentan für die Bayern. Aber Berlin ist auf jeden Fall zu einem Tor ständig bereit. Deswegen, man darf sie jetzt nicht auf diesem 1-0 ausruhen. Jetzt die Bayern kommen, oh, böser Fehlpass hier von Thiago. Wollte den Ball zu Shaqiri bringen, ist ihm leider nicht gelungen. Und jetzt kommt vielleicht schon Berlin. Über Ben Hatira. Keiner kommt hin. Und jetzt die Chance, aber klasse geklärt hier von Daniel van Beuten. Super geklärt. Jetzt zu Thiago. Thiago weiter zu Toni Kroos. Kroos läuft zumindest mal an. Kroos sucht jetzt irgendwie die Lücke. Kroos sieht da Sami Nasri. Das ist Nasri. Schade, da wollte er zurückziehen. Verspringt aber leider ein bisschen der Ball. Deswegen Berlin wieder im Ballbesitz. Aber die Bayern kommen sofort zurück. Dann gab es Fehlpass. Jetzt Martinez. Martinez aus der Distanz und Thomas Kraft, gute Parade, holt den Ball sicher raus, gibt Eckball für die Bayern. Hier sehen wir es, Martinez, viel zu viel Platz. Sieht das natürlich, aber klasse geklärt hier von Thomas Kraft, gibt Eckball für die Bayern. Der Ecke kommt von Thiago, da ist Boateng, Boateng, viel zu frei, Boateng unter Latte und drin. Blödes Tor hier, aber egal, die Bayern machen das 2-0, 52. Minute, Jerome Boateng macht das Tor. Für ihn zählt es natürlich richtig unglücklich in Stadt hier für Berlin. Schauen wir nochmal drauf. Ne, wir dürfen nicht mehr drauf schauen. Schade, FIFA drückt uns die Wiederholung weg. Aber da, wenn ich es richtig gesehen habe, der Ball ging von der Latte an den Rücken von Thomas Kraft und dann ins Tor rein. War natürlich richtig, richtig unglücklich für Berlin, hier das 2-0. Aber natürlich ein wichtiger Schritt für die Bayern in Richtung Sieg. Aber bloß nicht zu früh aus, eine Riesenchance für Berlin und prompt der Anschlusstreffer. Vandenberg, 54. Minute, da pennen die Bayern ordentlich. Da war die Abwehr nicht optimal sortiert und dann fällt hier der Anschlusstreffer. Nach Freistoß. Oh, der Ball kommt direkt durch. Keine Chance für Starke hier. Und dann steht es nur noch 2-1. Und jetzt wird es natürlich wieder ein spannendes Fußballspiel. Jetzt ist Berlin wieder zurück nach diesem dummen Tor, aber es bleibt hier spannend. Jetzt der erste Wechsel. Ronny kommt für Baumjohann. Und jetzt wird es natürlich spannend. Jetzt wird es natürlich spannend. Können die Bayern schauen, dass sie vielleicht das dritte Tor erzielen? Oder macht hat er den Ausgleich? Jetzt Martinez. Martinez drückt, aber kommt. Oh, böser Fehler hier von Kraft. Jetzt Martinez. Schade, wird dann noch vom Ball getrennt. Böser Fehler hier von Kraft, aber die Abwehr kann es ausbügeln und Hosogai holt sie den Ball. Jetzt Seitenwechsel. Sein von Berlin. Ist jetzt so sogar. Bayern drückt natürlich auf den Ballbesitz. Sie wollen jetzt natürlich keine Chance zulassen. Und jetzt guter Ball hier zu Ben Hatira, aber der war nochmal im Abseits. Aber Tom Stark ist sowieso dran. Jetzt zu Nasri. Nasri weiter zu Guerrero, der wieder zu Nasri. Jetzt Nasri zu Pizarro. Oh, Pizarro verliert ihn da sofort. Das wird schwach gemacht vom Paraguayer. Jetzt hoher Ball in die Spitze wieder, Ben Hatira, aber Bate stark dazwischen, jetzt Shaqiri. Shaqiri raus zu Toni Kroos. Und der mit dem schönen Lupfer in den Lauf von Shannon Shaqiri. Jetzt gibt es für die nächste Chance für die Bayern über Shannon Shaqiri. Shaqiri, zu viel Platz für ihn. Shaqiri, da wollte er zu viel, aber Hubnik stoppt ihn. Aber Toni Kroos kämpft hier um den Ball gegen Ben Hatira. Dann Toni Kroos mit dem Foul, ganz, ganz klares Foulspiel von Toni Kroos. Schiedsrichter kommt und zeigt die gelbe Karte. Gelbe Karte für Toni Kroos. Hartes Einsteigen hier gegen Ben Hatira. Ball war leider schon weg, deswegen gibt es hier diesen Freistoß. Jetzt Freistoß kommt. Diesmal erstmal geklärt, aber Berlin bleibt weiter in Schlagdistanz. Oh, Ben Hatira, viel zu viel Platz, aber Abate ist da. Abate ist wieder mal da und jetzt der Ball zu Toni Kroos. Und der weiter zu Claudio Pizarro. Und jetzt vielleicht eine kleine Konterchance für die Bayern über Pizarro. Pizarro in der Mitte geht Thiago. Kann es wieder durchsetzen? Schade, Ball kommt nicht an. Ball kommt leider nicht an. Toni Kroos drückt hier nochmal und der Ball geht jetzt aus. Gut, ich würde sagen, jetzt wechseln wir ganz kurz ein bisschen durch. Mal schauen, was wir noch alles auf der Bank haben. Bartstuber hätte ich nur zu bieten. Heuschberg, Robben, Schweinsteiger.
Gute Frage. Für Toni Kroos bringe ich da erstmal diesen Heuberg. Und Robben. Robben hebe ich mir noch auf. Ich glaube, das könnte eine richtige brisante Endphase hier werden. So, Einwurf kommt gut an. Jetzt auch so geil. Jetzt zu Ronny. Ronny, schwacher Ball, direkt zu Abate. Jetzt weiter zu Shaqiri. Oh, Berlin greift jetzt aber auch schon ein bisschen früher an als in der ersten Halbzeit. Jetzt Shaqiri. Shaqiri versucht es alleine, bleibt aber hängen, aber Boateng holt sich zum Glück diesen Ball zurück. Jetzt Nasri. Nasri verdient ja auch. Also heute auch nicht der Tag des Sami Nasris. Jetzt guter Ball in die Spitze. Ball muss aufpassen, aber Fahne ist schon oben. Abseitsstellung hier von Berlin. Schauen wir nochmal drauf. Boah, aber ganz knappe Entscheidung hier. Riskante Entscheidung, aber wahrscheinlich richtig. Und jetzt gibt es erstmal die Wechsel. Der Torschütze darf raus. Toni Kroos darf raus. Torschütze zum 1:0. Und die Bayern kommen über Nasri. Nasri versucht es wieder, aber er tut sich schwer hier. Jetzt haben sie mal ein bisschen Platz. Jetzt hat Nasri zu viel Platz. Riesenchance für Samir Nasri und Thomas Kraft. Klasse gemacht von Samir Nasri, aber Kraft ist dran. Da hat Nasri ein bisschen zu viel Platz. Hätte er früher abschließen sollen. Aber dann entscheidet er sich für das Kurzsägen und es gibt Eckball für die Bayern über Thiago. Oh, da ist Van Beuten. Van Beuten natürlich groß. Van Beuten fällt und hält sich auch was. Van Beuten bleibt da liegen im Strafraum von Hertha BSC Berlin. Es kommt Abate mit dem Distanzschuss. Wird geblockt. Wird mit der Hand geblockt, oder? Es wird mit der Hand geblockt, aber nicht im Strafraum. Jetzt muss ich erstmal schauen, was ist mit Daniel Van Beuten. Van Beuten ist angeschlagen. Verstauchter Knöchel muss ich rausholen. Bringe ich Badstuber. Badstuber und Robben. Robben für Thiago. Dann ziehe ich Shaqiri auf die Seite. Jetzt natürlich die letzten zwei Wechsel auf seine Bayern. Viertelstunde ist hier noch zu spielen. Es steht nur 2:1 für die Bayern. Also hier ist auf jeden Fall noch nicht Feierabend. Hertha hat auf jeden Fall noch die Chance auf den Ausgleich. Aber jetzt gibt es erstmal den Freischuss aus gefährlicher Position. Hier sehen wir es. Van Beuten muss raus. Ja, der Knöchel tut weh. Deswegen gibt es jetzt den Wechsel. Badstuber kommt. So, und jetzt der Freistoß. Das ist eigentlich eine gute Position, wenn man es kann. Machen wir da. Robben hat eigentlich die guten Werte, aber er hat. Das ist halt so eine Sache über für sich, die scheiß Freistöße. Komm, Robben, Robben, Robben. Ah, bleibt an der Mauer hängen. Jetzt Nasri. Vielleicht aus der Distanz, Nasri. Wird geblockt. Da kommt noch Martinez aus der Distanz. Da kommt noch Heuberg. Da holt sich nämlich den Ball, aber verliert ihn. Oh, böse Ballverlust. Aber Badstuber ist dann gut gemacht. Hier von Holger Badstuber holt sich dann den Ball wieder. Jetzt Badstuber. Auf der anderen Seite zu Guerrero. Der hat gut viel Platz. Der weiter zu Martinez. Martinez zu Samir Nasri. Nasri versucht sie hier zu drehen. Nasri mit dem Ball. Schade. Shaqiri wäre da durch gewesen. Aber die Abwehr ist dazwischen. Jetzt Badstuber. Zu Arjen Robben. Robben hat natürlich noch ein bisschen mehr Power. Jetzt Robben. Setzt natürlich an zum Sprint. Robben ab in die Mitte. Ab in die Mitte. Oh, guter Ball. Aber schade. Langkamp ist dazwischen. Gut geklärt. Von der Abwehr bei Hertha BSC Berlin. Das wäre eine Riesenchance gewesen für die Bayern. Aber jetzt müssen die Bayern aufpassen. Jetzt kommt Berlin. Über Sahar. Jetzt Van den Berg. Stark dazwischen von Shaqiri, aber leider kein Ballbesitz. Jetzt der Ball zu Pizarro. Pizarro weiter. Scheiße. Sorry. Ja, da kommt leider. Heuberg war das, glaube ich, nicht mehr ganz dran. Jetzt Martinez zu Lasogga. Lasogga gegen Abate. Abate erstmal Siege im Zweikampf. Aber die Blauen kriegen den Einwurf. Jetzt zu Sahar. Ja, weiter zu Hosogai. Heuberg kommt da nicht dazwischen. Heuberg kämpft um den Ball und holt ihn sich. Gut gemacht. Gut gemacht. Jetzt erstmal natürlich der Befreiungsschlag auf Pizarro, aber leider sofort wieder mit Ballverlust. Jetzt Shaqiri verliert ihn zwar, aber Boateng ist dran und jetzt Badstube. Die Bayern wollen es jetzt natürlich sicher runterbringen. Die Bayern wollen es sicher runterbringen. Jetzt Robben zu Abate. Abate verliert ihn hier, aber Shaqiri, schade, Shaqiri kommt nicht hin. Jetzt gibt es für einen Dom die Chance für. Nein, Abate ist sofort wieder dazwischen. So, 4 Minuten Nachspielzeit. 4 Minuten Nachspielzeit, aber die Bayern, es schaut so aus, als würden sie das hier sicher runterspielen. Weiß bloß nichts mehr riskieren. Oh, Robben und Abate haut das Ding erstmal ganz hier weg. Jawohl, erstmal weg das Ding. Und Thomas Kraft will da anscheinend gar nicht hingehen. Nee, Thomas Kraft lässt den Ball hier ausrollen. Eine riskante Entscheidung. Jetzt Sami Nasri im Kopfballduell, verliert er leider. Und da kommt Ronny. Ronny, Shaqiri kämpft hier um den Ball. Shaqiri nur mit dem V-Spiel, aber Vorteil. Jetzt gibt es die letzte Chance. Nein, die gibt es nicht mehr.
Die Bayern zitteln sich zum 2:1. Bayern gegen Berlin 2:1. Toni Kroos und Boateng die Torschützen. Vandenberg hat es nochmal spannend gemacht. Aber zum Schluss war es so ein souveräner Sieg der Bayern. War zwar nicht gut gestaltet, aber sie hatten alles unter Kontrolle. Viele Chancen hatte in der Schlussphase Berlin nicht mehr, weil einfach die Bayern gut gestanden sind. Hier sehen wir nochmal das 1:0 von Toni Kroos. Dann das 2:0, jetzt dürfen wir es endlich mal sehen. Boateng mit dem Kopfball. Ah ja, an den Rücken von Thomas Kraft, ist natürlich sehr bitter. Und dann dieses dumme 2:1, da fand den Ball komplett alleine. Darf nicht passieren. Und sonst war eigentlich nicht mehr viel los. Wenn wir mal drauf schauen auf die Höhepunkte, jetzt müssen wir nochmal Nasri, dann nochmal eine gute Chance, Kraft gut pariert. Aber das war's eigentlich, das war's eigentlich mit den Höhepunkten. Wow, wenn ich mir das anschaue, dann... Ah, das ist schon bitter, nur 2:1. Spieler des Tages Thiago, oder? Ja, ich denke schon. Denke schon, Thiago, er wird es schon gewesen sein. Gut, weiter geht's. Schauen wir noch auf die anderen Spiele vom Spieltag. Kannst du mal weiter simulieren bis Wolfsburg. Okay, Mann, oh Mann, Dortmund patzt einfach nicht. Dortmund hat jetzt schon ein Spiel mehr als wir, deswegen sind sie schon wieder 6 Punkte von uns weg. Aber Dortmund patzt einfach nicht mehr. Das wird nur richtig spannend werden. Wir müssen auf jeden Fall das Spiel gegen Wolfsburg gewinnen. Aber Wolfsburg ist momentan Tabellendritter, also es ist das absolute Topspiel. Und wir haben ein paar Nachrichten. So. Testspiele, Nationalmannschaft, okay. Nachrichten, Thomas Müller. Will um ein Gehalt sprechen. Okay, Müller müssen wir erstmal einen neuen Gehalt anbieten. Das heißt, wo haben wir es denn? Verträge. Thomas Müller. Müller, Müller, Müller. Wie suchen wir den am besten? Müller. Müller, Müller, Müller. Wo ist er denn da ganz unten? So, wie viel will er denn haben? 180, ja, die geben wir mal. 2 weitere Jahre. Gut, was wollt ihr jetzt nur machen? Genau, ihr wollt das nur machen mit den Nationaleinsätzen. Und zwar, wir haben ja hier die 2 Testspiele gegen Tschechien und gegen Portugal. Aber ich werde das so machen, ich werde die erst nach der Saison bringen. Das heißt, ich werde die aufnehmen ganz normal, werde die ganz normal kommentieren und so weiter. Aber ich werde die dann erst bringen, wenn die Saison vorbei ist. Weil wir dürfen ja wahrscheinlich die Weltmeisterschaft auch spielen mit Deutschland. Und das werde ich dann alles an einem Stück bringen, die Testspiele und die Nationaleinsätze. Ja, genau das wollte ich sagen. Und ja, jetzt dann gegen Wolfsburg, dann gegen Paris, dann gegen Leverkusen. Also nur richtig harte Knaller. Dann gegen Mainz, dann die 2 Testspiele. Und dann natürlich nur gegen Dortmund. Das wird natürlich wahrscheinlich das entscheidende Match in der Saison werden. Da müssen wir auf jeden Fall gewinnen. Gut, aber ich würde sagen, das war's jetzt erstmal für den Partner. Und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.